Ich bin Sarah Nuru, Unternehmerin und Mitgründerin des Social Business Nuru Coffee und den Verein Nuru Women e.V. Ich habe mich für Madame Récamé entschieden. Sie ist nicht nur schön, sondern auch politisch aktiv gewesen und hat ihre Schönheit sozusagen genutzt, um Einfluss auszuüben. Ich versuche, meine Stimme einzusetzen für gerade Menschen, die kein Gehör sonst bekommen, und das speziell für Frauen in Äthiopien, im Land meiner Eltern. Ich bin der Meinung, dass jeder, der mit seinem Tun ein Vorbild für andere ist, sei es eben eine Greta Thunberg, die das für Millionen von jungen Menschen tut, aber auch eine Mutter, die es schafft, ihren zwei Kindern positiv zu beeinflussen. Das sind für mich Menschen, die Vorbilder für mich sind, die es schaffen, mit ihrem Tun und mit ihrem Handeln andere zu motivieren. Wenn ich in 100 Jahren ausgestellt werden würde in einem Museum, was ziemlich cool wäre, würde ich mir wünschen, dass mein Handeln im Vordergrund steht und nicht meine Person. Es gab immer wieder Herausforderungen entlang meines Berufsweges, sei es die Voreingenommenheit gerade von Männern, weil ich als Model aktiv bin, dass ich nur das schöne Beiwerk bin, aber nicht mehr, dass ich einem Hobby nachgehe, aber kein richtiges Unternehmen aufbauen möchte. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man selber an sich glaubt, denn es wird niemand mehr an einem glauben als man selber. Und wenn man das nicht tut, hat man eigentlich verloren. Deswegen muss man an sich glauben. Auch wenn man es nicht immer glaubt, muss man es zumindest so tun und hoffen und einfach an sich glauben. Mehr kann man letztendlich nicht tun. Und das hat mir persönlich geholfen, am Ball zu bleiben und weiterzumachen. Leider herrscht in Äthiopien politische Unruhen. Es sind gerade Frauen, die am meisten betroffen sind, wenn Krieg in einem Land herrscht. Es gibt sexualisierte Gewalt. Es wird Vergewaltigung als Kriegswaffe genutzt. Und wie so oft sind es die Frauen, die am meisten leiden. Deswegen ist es wichtig, dass man gerade ihnen in solchen Zeiten, in solchen Situationen unterstützt und losgelöst von Kriegen, dass man eben auf die Gleichberechtigung setzt. Denn nur so kann wirklich etwas Positives passieren, kann wirklich auch eine Veränderung passieren. In unserem Beispiel haben wir uns speziell für das Prinzip des Social Business entschieden, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun, um eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell zu sein. Und wenn man uns unterstützen möchte, kann man das tun, indem man Kaffee bestellt, denn 50% unserer Gewinne fließen in den Verein, den wir extra gegründet haben, Nuru Women e.V., der wiederum vergibt Mikrokredite an Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, sodass sie eine Einnahmequelle haben und sich was aufbauen können. Und losgelöst von uns kann man natürlich helfen, indem man Nothilfe leistet, gerade jetzt in Zeiten, wo Krieg nicht nur in Äthiopien herrscht, sondern auch in anderen Ländern.